Kommen wir zu einem klassischen InDesign-Thema. Das gibt es so in dieser Form wahrscheinlich schon seit InDesign Version 2, aber es wird immer wieder nachgefragt, mir gerade erst letzte Woche im Support wieder aufgeschlagen und deswegen dieses kurze Video. Das Problem ist folgendes. Man hat eine Grafikdatei, in diesem Fall eine AI-Datei, und die platziert man ins InDesign und im InDesign sieht das dann so aus. Ein Blick in die Datei im Illustrator sagt einem, da ist nichts Weißes im Hintergrund. Dieses Logo ist tatsächlich transparent. Trotzdem wird das hier im InDesign mit einem weißen Hintergrund dargestellt. Die Lösung ist so einfach wie kompliziert. Leider über Drag and Drop kann man dieses Problem nicht lösen. Es funktioniert, also die Lösung funktioniert nur über den klassischen Platzieren. Befehl, Datei platzieren. Jetzt kann ich hier die Datei auswählen, die ich platzieren will. Wichtig ist es jetzt, dass ich die Import-Optionen anzeigen lasse. Also dieser Haken hier, der muss gesetzt sein. Wenn der gesetzt ist, dann erscheint, bevor ich tatsächlich platzieren kann, dieser Dialog. Und in diesem Dialog kann ich hier einschalten, dass ich transparenten Hintergrund auch transparent im InDesign dargestellt bekomme. Also hier einen Haken hinmachen. Und mit OK wird das Platzieren jetzt tatsächlich durchgeführt und das Logo wird so platziert, wie ich es erwarte, nämlich das, was transparent ist, da wo keine Objekte sind, keine Farbe ist, da wird auch kein Objekt dargestellt. Es sieht aus, wie es aussehen soll. Das Fatale an der ganzen Geschichte ist, dass diese Einstellung, nämlich diese Import-Einstellung, die ich hier vorgenommen habe, die greift automatisch im Hintergrund sozusagen, wenn ich per Drag and Drop platziere. Jetzt funktioniert das. Das heißt, wenn es mal nicht per Drag and Drop oder auch auf Anhieb nicht per Platzieren in gewünschte Form platziert wird, dann muss ich ganz kurz in die Importoptionen reinschauen. Ein kleiner Pro-Tipp am Rande: Wenn man die Importoptionen standardmäßig nicht eingeschaltet hat, dann kann man durch Drücken der Shift-Taste temporär nur für diesen Import die Importoptionen anzeigen lassen. Also ihr seht, ich habe jetzt die Importoptionen anzeigen ausgeschaltet. Ich halte jetzt die Shift-Taste gedrückt und klicke auf Öffnen. Und mir werden die Importoptionen trotzdem, obwohl der Haken nicht gesetzt war, angezeigt, eben durchs Drücken der Shift-Taste.